Thank you very much for a beautiful welcome. We are very, very privileged and honored to be with you this morning. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist uns eine große Ehre, dass wir hier sein dürfen heute Morgen. And I want to thank Andy for inviting us to speak here. This is really honor for us. And I watch Andy for how he leads the church and his ministry for really tens of years. And I'm very proud and very honored to see what he's doing. Und ich danke Andy auch, dass er mich eingeladen hat, und ich verfolge ihn, oder wir haben schon seit Jahrzehnten Gemeinschaft und sehe, was er tut, und bin sehr geehrt, dass ich hier sein darf. And we on the Facebook we are part of the same theological group, so we see each other how we post the stuff there and comments to some other people as well. Und auf Facebook, da sind wir in der gleichen theologischen Gruppe, und da sehe ich immer, was er postet, und wir haben da so einen Austausch, und das ist sehr schön. And when I was 18, I was a missionary in India, and I know Andy has been in India in his childhood. Well. Als ich 18 war, da war ich als Missionar auch in Indien, und ich weiß, Andy war in Indien, ist in Indien aufgewachsen. And when I got back, that was like mid-90s, I became a Czech Pentecostal representative for Pentecostal European Mission Organization. Und als ich zurückkam, wurde ich ein Repräsentant für die Pfingstkirche in Tschechien, und bin da der Repräsentant. And for a couple of years I was going to those PEM meetings to meet with other European leaders of mission organizations. Und für einige Jahre bin ich auch dann zu diesen Leitertreffen von der Pfingstbewegung gegangen und habe die Leute da, Missionare und so, getroffen. And on my first one I met his dad Helmut. Und bei dem ersten Treffen, da traf ich seinen Vater, den Tim, Helmut Tim. Who was the most gracious leader among all. Der begnadetste Leiter unter allen dort war. And I thought, this is a really good family. Und da dachte ich, das ist eine gute Familie. This family has everything. It has a grace, it has a power, it has a wisdom. I just wish you that family. Und diese Familie hat alles, sie hat Gnade, sie hat Kraft, sie hat Weisheit, und es ist eine wunderbare Familie. And since most of you don't know me at all, let me introduce a little bit my story before we get into the subject. Und weil ihr mich ja gar nicht kennt, möchte ich mich so ein bisschen vorstellen, bevor ich dann auch in das Thema einsteige. I come from a half Christian family. My mom was a Christian, my dad wasn't. Ich komme von einer halbchristlichen Familie. Meine Mutter war Christ, mein Vater war kein Christ. We were attending very traditional evangelical church. Und wir sind in eine sehr traditionelle evangelische Kirche gegangen. And about 1 week before the communism fall out in our country, just about the time the Berlin Wall was falling out in Berlin, I became a Christian. Und how much before? About 1 week before. Oh, und eine Woche bevor auch der Kommunismus gefallen ist, da bin ich Christ geworden. And so when people ask me, when did you become a Christian? Und so fragen Leute mich immer wieder, wann wurdest du Christ? I always tell them, in very hard communist times. Und ich sage immer, in sehr harten kommunistischen Zeiten. That lasted only for one more week. Aber es war nur noch eine Woche. And who knows, maybe the communism collapsed because I became a Christian. Who knows? Und wer weiß, vielleicht ist der Kommunismus auch zusammengebrochen, weil ich Christ wurde. There are many secret things in the world. Es gibt viele Geheimnisse in der Welt. But what happened is, in our country, when communism collapsed, suddenly the church could do whatever they wanted. Aber als der Kommunismus zusammenbrach, da konnte die Gemeinde plötzlich tun, was sie tun wollte. It wasn't like that before. We couldn't do anything. Und zuvor war das nicht so, wir konnten fast gar nichts tun. And so there was a group of missionaries coming to our traditional church and they said, hey, you can go on the streets. Und da kam mal eine missionarische Gruppe in unsere Kirche und sagte, hey, ihr könnt doch auf die Straße gehen. And you can preach the gospel there. Und da könnt ihr doch das Evangelium predigen. And we said, we didn't know, we never did that. Und sie sagten, wir wissen gar nicht, wie das geht, das haben wir noch nie gemacht. And they told us, we will teach you. Und sie sagten, wir lehren euch das. And so they put me on the street. But I was three months old Christian, and I was preaching to a couple of hundred people on the street. Und so haben sie mich auf die Straße gebracht, und ich war gerade mal 3 Monate alter Christ, und da habe ich vor ein paar hundert Menschen gepredigt. I'm not sure about the message, but it was good anyway.
Ich weiß nicht mehr genau, wie die Botschaft war, aber muss gut gewesen sein. And that's how I got involved into the ministry. Und so bin ich in den Dienst hineingekommen. Because there was nobody in those days in our country, you could get into the ministry with no knowledge, with no experience, with no background, and you were barely saved, and you could already lead the church or do the ministry. Und da war es dann so, du konntest mit keiner Erfahrung, mit keiner Ausbildung und also christlichem Unterricht, konntest du einfach in den Dienst hineingelangen. And of course, this, as we all know, when you are in adolescent years, these are the formative years. They formate how you think, what your values are. Und wir wissen, das sind so die prägenden Jahre, die uns prägen, wie wir dann sind. And being in ministry since I was 13 actually shaped some of my values. Und dadurch, dass ich seit ich 13 Jahre alt bin, Christ bin, hat es meine Werte auch geprägt. So when I was 18, they sent me as the first Czech Pentecostal missionary to India. Und als ich dann 18 war, haben sie mich als ersten tschechischen pfingstlichen Missionar nach Indien geschickt. And the mission is formative part of life. If you are on the mission field, it definitely changes your view and your values and everything you believe in. Und wenn du auf Mission oder in Mission gehst, das prägt dich, das verändert dich, deine Werte und deine Sichtweisen. For me, it was a shock. It was the first time I was outside of my country. Suddenly it happened to be in India. It's a big shock. Und für mich war das ein Schock. Ich war das erste Mal außerhalb von Tschechien und dann gleich in Indien. And there were so many new things for me that I realized. The role of the finances, the role of materialism, the role of racism. Und es gab so viele andere Sachen, die ich da kennengelernt habe. Die Rolle des Geldes, die Rolle des Materialismus, die Rolle von Rassismus. It's all shaped my values when I was there. Es hat meine Werte geprägt, als ich da war. One thing that I realized when I was in India was how much I loved the local church. Und eines, was ich mich erinnere, was mich sehr beeindruckt hat, das war, wie sehr ich die lokale Gemeinde liebe. In the meantime, since when I got born again, I was filled with the Spirit and I left that church of my childhood and joined the Pentecostal church. Und ich wurde dann mit dem Geist Gottes erfüllt und habe die traditionelle Kirche, wo ich war, verlassen und bin dann in die Pfingstkirche gegangen. And I realized how much I love the church. Und ich habe plötzlich festgestellt, wie sehr ich diese Gemeinde, diese Kirche and liebe. How oftentimes we take for granted the church we have. Und wie oft nehmen wir es so für selbstverständlich die Kirche, die Gemeinschaft, die wir haben. In India, I was in state Bihar, which is called the graveyard of missionaries. Und in Indien war ich in dem Staat Bihar. BH, das nennt man das Grab der Missionare. With a group of the Finnish missions, I was the Finnish mission. Und ich war mit finnischen Missionaren da. And we tried to start a church, indigenous church. Und wir haben versucht, dort eine Gemeinde zu starten. And there was a very few Christians in our town. Und da waren nur ganz wenig Christen in unserer Stadt. So on Sunday we met with the group of believers sitting on the floor in the small circle. Und Sonntag saßen wir so im Vorhof der Gemeinde und da oder von einem Haus und mit einigen Gläubigen. And the pastor had a drum. He was drumming to keep the beat, and we were worshiping God together. Und der Pastor hatte so eine Trommel und hat den Rhythmus angegeben, als wir angebetet haben. There was no band. Es war keine Band and da. No seats. Keine Sitze. And no lights. Und kein Licht. And we felt close to Jesus. Aber wir haben uns nah an Jesus gefühlt. And I realized that this is the community of people that is changing the world, even though we don't see it. Aber ich habe plötzlich verstanden, dass diese Gemeinschaft dort, diese Menschen, die Welt verändern, und es ist die Gemeinschaft Christi. And of course, the church in different countries looks different way, and it's not the way to criticize the Western church or anything like that. Und natürlich gibt es Gemeinden ganz unterschiedlicher Form überall auf der Welt und wir sollten nicht die einen oder anderen kritisieren. But I also realized that I kept being frustrated from the church. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich frustriert war von Gemeinde. You see, when I grew up in that traditional church, als ich aufgewachsen bin in dieser traditionellen Kirche, it was the church where there was nothing known as a laughter. Nobody knows how to laugh. In the church, I mean. Da gab es in der Kirche, war Lachen nicht
bekannt. Das gab es da nicht in der Kirche. The main focus of theology in that church was that we are sinners and we are totally depraved and we have no way how to connect with God and that we are just bad people. Und der Hauptfokus war, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind und dass wir nicht wissen, wie wir zu Gott zurückfinden. And the church service was very serious. Nobody was laughing. Und der Gottesdienst war sehr seriös, sehr ernst und niemand hat gewagt zu lachen. Oh, there was nothing to laugh about. Und da gab es auch nichts zu lachen. And so it was very serious. When we were outside with the same people, they had smile, but they lost the smile the moment they entered the doors. Wenn sie draußen waren, außerhalb des Gebäudes, haben die gleichen Leute, da konnte man mit denen lachen. Die wussten, wie man lacht. Aber sobald sie reinkamen, haben sie das Lachen verloren. When I was a child, I remember we had a guest speaker in that church one time. Und als ich ein Kind war, da hatten wir einen Gastredner. Ich kann mich noch dran erinnern. And he said joke. Und er hat einen Witz gemacht. And everybody wanted so badly to laugh, but they couldn't because they were in church. Und jeder wollte eigentlich sofort lachen, aber niemand hat es gewagt, so they were choking, weil sie in Gemeinde waren. Sie haben das so gemacht. And they were choking. Sie haben gelacht. So it was a very sad church at some portion. Es war eine sehr traurige Gemeinschaft zu einem Grad. If in that church somebody was successful, was doing a good time, people were coming to him, said, don't be so happy, the bad things will come. Wenn jemand erfolgreich war und es ihm gelang im Leben, dann kam jemand zu ihm und sagte so, werd nicht zu glücklich, also die schlechten Zeiten kommen noch. My father used to say, there is always the tears on this other side of laughter. Und mein Vater sagte immer, es gibt immer die Tränen auf der anderen Seite des Lachens. And then I joined the Pentecostal church, right? Und dann kam ich in die Pfingstgemeinde. And that was like 30 years ago. It was very charismatic in those days. Und das war vor 30 Jahren und da war es sehr charismatisch in dieser Zeit. They got tired now. They look like that evangelical church before. Die sind jetzt ein bisschen müde geworden und so. Das sieht nicht mehr so aus wie damals. But 30 years ago. Aber vor 30 Jahren. Oh, they were so on fire. Da waren sie so on fire. Everything was glorious. Alles war herrlich. If you come to somebody and you ask him, how are you doing? Wenn du zu jemand gekommen bist und hast gefragt, wie geht's dir? And you had a bad day. Some people have a bad day sometimes. Und du hattest vielleicht einen schlechten Tag, weil manchmal hat man ja auch you einen schlechten Tag. You couldn't say you have a bad day. Da konntest du nicht sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Because they will start questioning your faith or lack of prayer life or sin in your life. Denn sie hätten sofort deinen Glauben in Frage gestellt oder dein Gebetsleben oder vielleicht war Sünde in deinem Leben. So when they ask you, how are you doing? Wenn sie dich fragen, wie geht's dir? You say, praise God, praise God. Sagst du, preis dem Herrn, preis From dem Herrn. Glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ever growing glory. Immer wachsende Halleluja. Herrlichkeit. Halleluja. And it was all fake. Und es war falsch. There were people who were genuinely happy, but most of people were just like most of you. Und es gab Leute, die wirklich ehrlich fröhlich waren, aber die meisten waren auch so wie ihr. Not too happy and not too sad, just kind of nicht so fröhlich und auch nicht traurig. Also the ordinary day. So der normale Alltag. And so it has created the pretension. People were pretending they are something they were not. Und es hat etwas hervorgebracht, dass sie vorgaben, etwas zu sein. And I felt frustrated from that too. Und darüber wurde ich auch frustriert. I thought I can't be myself. I can't be honest with my bad days and good days in that first church. I couldn't say I'm too happy. In the second one, I couldn't say I'm too sad. Und das hat mich frustriert, dass ich nicht der sein durfte, der ich bin. In der einen Kirche durfte ich nicht fröhlich sein, wenn ich fröhlich war, und in der anderen nicht traurig, obwohl ich traurig war. You know, some countries, they even had that as a national culture, to be positive. Und manche Nationen haben das sogar als Kultur, sie sind positiv. Like our friends Americans. Zum Beispiel unsere amerikanischen Freunde. I hope there is no American here today. Ich hoffe, da ist kein Amerikaner hier im Raum heute. One time I was in US in Colorado. Eines Tages war ich mal in Colorado im USA. And I got sick. Und ich wurde krank. I had a fever. Und ich hatte Fieber. And I need to go to my hotel room to sweat out. Und ich musste in mein Zimmer, Hotelzimmer und da schwitzen. And I felt really miserable. Und ich hab mich wirklich schlecht gefühlt. On the way to hotel I stopped by in the coffee shop to buy hot tea.
Und auf dem Weg ins Zimmer, da bin ich an einem Laden vorbei und habe heißen Tee gekauft. And when I get into the coffee shop, there was nobody there at the counter. The lady saw me kind of like that side eye, and she said, "I am sure." Ja, als ich in den Laden reinging, da war niemand am Tresen, sondern von der Seite sah mich diese Frau, wie ich so reinging. And she asked me, "How are you doing today?" Und sie rief, "Wie geht's dir denn heute?" And I know in America, how are you is not really a question, right? It's just a greeting. Und ich weiß, in Amerika ist, wie geht's dir, ist nicht wirklich eine Frage, es ist einfach ein Gruß. But I love to answer that question. Aber ich liebe es einfach, diese Fragen auch zu beantworten. So when she asked me that, und als sie mich das gefragt hat, I said, "I feel really bad. I think I'm going to die." Ich habe gesagt, ich fühle mich echt schlecht und ich glaube sogar, dass ich sterben muss. And she said, "Good." Und sie sagt, okay, gut. I said, "Really?" Und ich sage, echt? And then she was, "What? Sorry, what did you say?" Und dann sagt sie, was haben Sie nochmal gesagt? I said, "I'm going to die." Ich habe gesagt, ich werde sterben. Oh, I'm so sorry. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. So, it's a part of the culture to be positive. Es ist ein Teil dieser Kultur, positiv zu sein. But there's always surprising to me how the first church that we have recorded in the New Testament has not playing these games of pretension. They were real, authentic. Und es hat mich immer begeistert, wie die erste Gemeinde, die in der Bibel beschrieben wird, wie sie es geschafft hat, nicht irgendwie nur etwas vorzugeben, sondern wie sie real waren. There were the community of tears and laughter at the same time. Da gab es diese Gemeinschaft von Tränen und von Lachen. There is a verse in the Romans 12:15. Da gibt es einen Vers im Römer 12, Vers 15. It says, "Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn." Es heißt dort, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. It's one of the most powerful verses about the community in the whole New Testament. Es ist eines der stärksten Verse über Gemeinschaft im ganzen Neuen Testament. And I see at least two very important parts in that one little verse. Und ich sehe da zwei ganz wichtige Teile in diesem Vers. Paul instructing the church that there will be always both groups of people at the same time. Paulus hat die Gemeinde da gelehrt und gesagt, es wird immer diese zwei Gruppen von Menschen zur gleichen Zeit in der Gemeinde geben. Which to me, this is amazing good news. Und für mich ist das eine unglaublich gute Nachricht. Church is not only for those who have successful overcoming life. Die Gemeinde ist nicht nur für die, die erfolgreich das Leben bestreiten. Church is not only for the winning types. Ist nicht nur für die Gewinner. Church is not only for successful people. Ist nicht nur für erfolgreiche Menschen. Church is not only for those who have reasons to be rejoicing all the time. Es ist nicht nur für die, die immer Grund haben, fröhlich zu sein. But the church is also not only for sad people who are having bad time. Aber die Gemeinde ist auch nicht nur für Leute, die nur schlechte Zeiten church haben. Church is not only for losers. Es ist nicht nur für Verlierer. Church is not only for those who are defeated. Es ist nicht nur für die, die besiegt wurden. The church is for both groups at the same time. Sondern die Gemeinde ist für beide Gruppen zur gleichen Zeit. The authentic church, the New Testament church, has always both groups of people in the same place. Die authentische Gemeinde, die Gemeinde der Bibel, hat immer beide Gruppen zur gleichen Zeit. Those who have reasons to be rejoiced and those who have reasons to be sad. Die, die einen Grund haben, sich zu freuen, und auch die, die einen Grund haben, traurig zu sein. And the second very important part in that little verse. Und der zweite Teil in diesem wichtigen Vers. Paul suggests that we should have a different approach to both groups. Da lehrt uns Paulus, dass wir einen unterschiedlichen Zugang oder Umgang haben sollen mit diesen zwei Gruppen. Which I think is tremendous advice. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Sometimes, you know, in that church that I grew up in, when somebody was to rejoice, somebody was, you know, trying to put them into a good level, not being too over happy because, you know, bad things can happen. In der ersten Kirche, in der ich war, da war es ja so, dass wenn jemand zu fröhlich wurde, dann wurde auf die Schulter geklopft und gesagt, mal balanciert, nicht zu fröhlich. So let's imagine, you have somebody coming to your church.
on Sunday and will say, I'm so happy today. Und jetzt stell dir vor, jemand kommt in die Gemeinde hier und sagt, oh, ich bin so fröhlich heute. My boss said I'm a good worker and he gave me a brand new Mercedes. Mein Chef hat gesagt, du bist ein super Arbeiter und du kriegst einen ganz neuen Mercedes. God is great. Oh, Gott ist so gut, Gott ist so groß. What your reaction will be? Was würde deine Reaktion sein? Envy. Neid. Oh, man, you probably will say, oh, I'm really glad for you. I'm very, oh, ich freue mich echt für dich. Ich bin sehr fröhlich mit dir. According to Paul, rejoice with those who are rejoicing. You should say, that's wonderful. Let's throw a party together and rejoice together that at least one of us had Mercedes. Der Hinweis von Paulus wäre, du sollst dich mit ihm freuen und sagen, es ist schön, du hast ein Mercedes bekommen. Ich freue mich für dich. So that's suggestion from Paul. And then he says, mourn with those who are mourning. Und trauern mit den Trauernden. And again, this is what we are missing and doing the opposite oftentimes. Und das ist, was wir verloren haben und wir tun manchmal genau das Gegenteil. When somebody's having a hard time, we come to him and, or her and says, it will be all right. Und wir, wenn jemand eine schwierige Zeit hat, dann gehen wir zu ihm und sagen, ah, wird schon wieder. If you are mourning, sentence is going to be all right, it's very cruel. Wenn jemand trauert und du sagst ihm, ah, wird schon gut werden, das ist eigentlich sehr hart, sehr gemein. You see, we don't know how to talk with people who are mourning because we try to avoid the subject oftentimes. Wir wissen oft nicht, wie wir mit Trauernden umgehen, weil wir dieses Thema auch vermeiden und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. And apparently, it would be better not to say anything rather than say something that will be trying to be positive over the mourning. Und manchmal wäre es viel besser, nichts zu sagen, als so positiv zu sein und so mit dem Trauernden umzugehen. Remember the story of Job in the Old Testament. Erinnert euch an die Geschichte von Hiob im Alten Testament. He lost his family, he lost his wealth, he lost his health. Er hat seine Familie verloren, sein Reichtum verloren, seine Gesundheit verloren. And he really looked miserable, sitting on the pile of trash, scrapping himself with a shard. Und er sah fürchterlich aus. Er saß auf den Resten seiner Trümmer und hat sich mit Scherben geritzt in der Haut. And his friends came to visit him. Und seine Freunde kamen, haben ihn besucht. And they were so shocked by his sight that they just sat down there for a couple of days without a word. Und die Freunde waren so schockiert, dass sie einige Tage einfach nur da saßen und nichts sagen konnten. That was the best they could do. Und das war das Beste, was sie tun konnten. But unfortunately, after that, they started to speak. Aber unglücklicherweise, nach diesen vielen Tagen, haben sie angefangen zu reden. And then when at the end of the book of Job, God is speaking to these people, he says, you spoke wrongly, and you should keep quiet. Und am Ende des Buches sagt Gott selbst zu diesen Freunden und sagt, ihr hättet schweigen sollen, ihr habt die falschen Dinge gesagt. You should cry more and speak less. Ihr hättet mehr weinen sollen und weniger sprechen sollen. About 2.5 years ago, my wife got a cancer and she was fighting for her life for 1 year. Vor 2.5 Jahren hat meine Frau Krebs bekommen und sie hat für ein Jahr lang um ihr Leben gekämpft. It was really bad. Und es war sehr schwer. And you know, my mom, she died when I was 17 of cancer and she was 41 when she died. Und meine Mutter, sie starb, als sie 41 war und ich war 17 Jahre. And then when my wife got sick, she was 42. Und als meine Frau krank wurde, war sie auch 42. So you can imagine the range of emotions that I have. I lost my mom when she was 41. I maybe will lose my wife when she's 42. Und ihr könnt euch again, die Gefühle vorstellen, die durch mich geströmt sind, als meine Mutter 41 war, sie gestorben und nun meine Frau 42 Krebs. It was all sort of emotions, the fear and anger and everything coming together. Und da waren so viele Gefühle und Angst und alles kam zusammen. And I didn't need somebody to come over to me and says, God is good, it will be all right. Und ich brauchte wirklich niemanden, der zu mir kam und mir gesagt hat, Gott ist gut, ist alles schon okay. I didn't need that at all. Das habe ich wirklich überhaupt nicht gebraucht. But I had a few friends who said, hey, I'm coming over and we would just sit and look to the river or something. We would just be together.
Aber ich hatte einige Freunde, die sagten, ich komme einfach vorbei und wir sitzen zusammen und schauen uns den Fluss an. And that's what I needed far more. Und das habe ich viel, viel dringender gebraucht. And I had other friends that I called you and they were praying with me over the phone to release these emotions. Und es waren andere Freunde da, die mit mir telefoniert haben und die mir geholfen haben, meine Gefühle einfach auch fließen lassen zu können. So what I'm trying to say is that the authentic church will be always the church of laughter and tears at the same time. Was ich sagen will, ist das, dass die authentische Gemeinde immer eine Gemeinschaft sein will, wo beides vorkommt, das Lachen und das Trauern. Who will not try violently, artificially rise up people who are sad, trying to make them happy, but rather cry with them when they are sad or when they are mourning. Die nicht versuchen, die traurig sind, unnatürlich hochzuheben und zu ermutigen, sondern dass sie lieber mit ihnen da sitzen und mit ihnen trauern. And at the same time, the church will find the capacity to rejoice with those who have reasons to rejoice. Und in der gleichen Zeit findet diese Gemeinde Kraft, mit den Fröhlichen sich zu freuen. And sometimes it feels like contra-intuitive, like how can we be happy with somebody when somebody else in our community is struggling? Und es fühlt sich manchmal so konträr an. Wie kann ich mich mit jemand freuen, der sich wirklich freut, und zur gleichen Zeit ist da aber jemand, der trauert? But that's how the community works together. Aber das ist, wie die Gemeinschaft zusammen funktioniert. I have to say, during that one year when we were struggling, I wasn't envious of somebody who was rejoicing. Und ich muss euch sagen, als wir dieses Jahr hatten, wo wir wirklich gekämpft haben, da war ich nicht neidisch auf irgendjemand, der sich gefreut hat. I was happy for them. Ich habe mich über sie gefreut. I wish them the best. Und ich wünschte ihnen das Beste. I wanted to rejoice. Ich wollte mich mit ihnen freuen. And as we went through the treatment, things were getting better and our sense of humor were coming back and we made lots of fun moments ourselves, even inside of the grief. Und als wir durch diese Phase hindurchgegangen sind und dann auch wieder Momente hatten, wo unsere Fröhlichkeit und unser Humor zurückkamen und wir hatten schöne Zeiten. In our type of churches, there always is a question, should we then pray for, miracles and healings and so on? Sure we do, it's part of what we do. Und in diesen Gemeinschaften kommt natürlich immer wieder die Frage auch hoch, sollen wir denn für Wunder beten, dass Wunder geschehen in solchen Sachen? Natürlich sollen wir das, dazu sind wir ermutigt. And the first church, the authentic New Testament church, they were accepting both groups, but they were praying earnestly for those who were mourning too. Und die erste Gemeinde, die hatten diese beiden Elemente da, aber sie haben auch gebetet, dass Wunder geschehen. But they realized that miracles is more exception to the norm in this world, but they will be norm when the new world will come and God will reconcile this world with his kingdom coming. Aber sie haben auch realisiert, dass Wunder in dieser irdischen Welt eher die Ausnahme sind und das Wunder in der neuen Welt, die kommen wird, wird die Norm sein. So they were going step by step, rejoicing, mourning and praying at the same time. So sind sie Schritt für Schritt gegangen. Sie haben sich gefreut und sie haben getrauert. Sie haben gefreut und sich getrauert und sind so nach vorne gegangen. There's a great story to illustrate that in the book of Acts. Und da gibt es eine schöne Begebenheit in dem Buch der Apostelgeschichte. In chapter 12. And I ask you, maybe you can read that, Martin, because it's a long passage, so it would be fun only in German. Es ist im Kapitel 12 der Apostelgeschichte und es ist eine längere Passage von 1 bis 12. Ich lese das daher auf Deutsch. Ihr könnt hier auch, glaube ich, mitlesen sogar. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum.
Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fiel Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst von innen, vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in die schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt und mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. It's an amazing story, isn't it? Es ist eine sehr erstaunliche Geschichte, oder? Just imagine being Peter in the jail. Stellt euch mal den Petrus im Gefängnis vor. And having all this that looks like a dream. Und having all this happening, but it looks like a dream for him. Achso, alles geschieht ihm dort, was ihm passiert ist, und er da denkt, das ist nur ein Traum. Being chained between the soldiers, all the doors are locked, and suddenly the angel is there. Er ist da zwischen den Soldaten an Ketten fest, und plötzlich kommt da ein Engel. Kicking him, I don't know if Bible doesn't say that. Und er hat ihn so gekickt. Kicking him, wake up! Genau. Sagt, wach auf! We have to go! Wir müssen los. And suddenly the chains fell off, the doors gets open, nobody sees everything, anything, and he's just walking out. Und die Ketten fallen ab, die Türen gehen auf, niemand beobachtet oder bewacht sie oder sieht sie und sie gehen raus. And it looks like a dream, it's a powerful thing. Und es sieht aus wie ein Traum, es ist ein sehr kraftvoller Eingebung. And then when they are really out of prison, the angel disappears. Und als er dann ganz draußen ist, aus dem Gefängnis, da verschwindet der Engel. And now he maybe, slap himself and says, oh, it is not a dream, I'm out. Und dann schlägt er sich vielleicht sogar und sagt, oh, das war ja gar kein Traum, das ist ja echt. What a powerful deliverance that is. Was für eine wunderbare Befreiung ist das. So where he goes to? Wo geht er hin? He goes to a house where he knows the church meets and pray. Er geht zu einem Haus, wo er weiß, da sind Christen und die beten. And the story continues from what we have read. He comes to the house, he knocks on the doors, and they didn't believe him, it's him. Und wir kennen ja die Geschichte. Er geht zu diesem Haus, er klopft an die Tür, und die da drin, die glauben noch nicht mal, dass das passiert ist. Because they're exactly like us. Denn sie sind genau wie wir. They have a prayer meeting for Peter, but they don't believe anything will happen. Sie haben ein Gebetstreffen für Petrus, aber sie glauben nicht das, was sie beten. It's beyond their imagination. Es ist über ihr Verständnis hinweg. But it's a powerful story of deliverance, and the church is really rejoicing. Aber es ist eine großartige Geschichte der Befreiung, und die Gemeinde freut sich riesig. I've read this story many times, and I heard it preached many times, and I even saw the play about the story. Und ich habe diese Geschichte oft gelesen und habe auch oft darüber gepredigt, und ich habe sogar so ein Theaterstück and darüber gesehen. And it's so great story. Und es ist so eine wunderbare Geschichte. And it's so fascinating story about how God can deliver you out of prison. Und es ist eine faszinierende Geschichte, wie Gott aus Gefängnissen befreien that kann. When we read that story, aber wenn wir diese Geschichte lesen, end, we forgot what was at the beginning. Haben wir am Ende eigentlich vergessen, was ganz am Anfang war. We forget how the story starts. Wir vergessen, was, wie die Geschichte eigentlich angefangen how hat. The story starts. Wie hat die Geschichte denn angefangen? It was about this time that the King Herod arrested some of who belonged to the church. Und es war zu der Zeit, als Herodes einige der Gemeinde gefangen genommen hat. Intending to persecute them. Und er sie verfolgt hat. He had James, the brother of John, put to death with the sword. Und er hat Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert umgebracht. The whole story about powerful deliverance Peter experienced started with James, one of the three closest Jesus disciples, being executed. Die Geschichte beginnt damit, dass einer der engsten Verbündete oder Freunde von Jesus, der Johannes, dass er mit dem Schwert geköpft wurde. And we tend to forget that. Und das vergessen wir.
Because we are so focused on the powerful deliverance, it's so many verses about deliverance, only one verse about John, about James being executed. Denn wir freuen uns so über diese Befreiung und das sind so viele Verse über diese Befreiung, aber nur ein Vers über die That we completely forget that the story of rejoicing actually started with mourning about somebody else. Und wir freuen uns so sehr über dieses Fröhliche, dass wir diesen Trauer über den Tod vergessen. Now, both James and Peter and James' brother John were the three closest Jesus friends. They were on the Mount of Transfiguration. All diese drei Leute, also Petrus, Johannes und Jakobus, waren ja die drei engsten mit Jesus und sie waren auf diesem Berg der Verklärung. And now, one of these three Jesus delivers, the other one of the three led him being killed. Also Why? Ein jetzt dieser drei befreit Jesus und den anderen lässt sterben. Warum? Was it because James did something to Jesus before Jesus went to heaven? That Jesus said, now pay back time? Or ist er irgendwie, hat der Jakobus irgendwas angestellt, Jesus was getan und jetzt ist so eine Rückzahlung von Jesus? And this is the beauty of the story. Und das ist die Schönheit dieser Geschichte. Luke, who wrote the story, doesn't tell. Wer hat diese Geschichte geschrieben? Wir wissen es nicht. There is no single line in the whole book of Acts that the church will come together and trying to figure out why Jesus let James being killed and Peter delivered. Warum hat Jesus den Jakobus sterben lassen und den Petrus errettet? It's a human nature. We want to find the reasons why the things happen the way they're happening. Es ist eine menschliche Eigenschaft, dass wir wissen wollen, warum Dinge geschehen. But the first church realized that things are happening. This world is the world of violence. This world is waiting for redemption. Aber die Bibel beschreibt auch, dass diese Welt eine Welt der der Gewalt, aber auch eine Welt der Befreiung ist. And without trying to consolate, you know, James's family and trying to tell them, you know, everything will be all right. Maybe James did something to Jesus. That's why he wasn't delivered. But Peter was. Look at him. They rejoice with Peter and they mourn with James's family. Aber ohne dass sie versucht haben, die Familie von Jakobus vielleicht zu trösten oder ihnen sogar zu sagen, ja, weil Jakobus das und das getan hat, ist dir passiert. Nein, sie haben mit Petrus sich gefreut und sie haben mit Jakobus, mit seiner Familie getrauert. And this is what I would like to encourage you with this morning. Und das möchte ich, dazu möchte ich euch ermutigen an diesem Morgen. To be always open to expect that God will do something. Dass ihr immer offen seid dafür, dass Gott und erwartet, dass Gott etwas tut. Always being open for things will turn. Dass immer offen dafür sein, dass Dinge sich verändern werden. But always be grateful whatever happens. Und immer dankbar seid, was passiert. Because ultimate, this is not the ultimate world. This is the world waiting for redemption. Denn das ist nicht die ultimative Welt hier, sondern diese Welt wartet auf Erlösung. And one day when Jesus will come, and he will come. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, this world will experience redemption. Dann wird diese Welt Erlösung erfahren. Reconciliation. Wiederherstellung erfahren. And killing all the mourning. Und dann wird all der Trauer abgetan und getötet. And killing the dead itself that will be submitted under Jesus' feet. Und dann tötet er den Tod selber und er wird Gott, Jesus, untergeordnet and sein. And when Jesus will come, und wenn Jesus kommt, this world waiting for redemption will experience the beauty of rejoicing. Wird, say that again. When Jesus will come, this world that is expecting redemption will experience the beauty of rejoicing. Und wenn diese Welt diese Erlösung und Wiederherstellung erfährt, dann wird sie erfahren, was es bedeutet, sich zu freuen, fröhlich zu sein. And until this moment, und bis zu diesem Moment, the church is called to be the community of tears and laughter. Ist diese Gemeinde herausgefordert, eine Gemeinschaft zu sein von Lachen und von Trauern. Rejoicing with those who are rejoicing. Sich freuen mit denen, die sich freuen. And mourn with those who are mourning. Und trauern mit denen, die trauern. This is irresistible community. Und das ist eine widerstandsfähige Gemeinschaft. Let me pray for you. Lass mich für euch beten. Lord Jesus, I want to thank you.
Herr Jesus, ich möchte dir danken. For modeling the community that we can be part of. Dass du die Gemeinschaft modelliert oder geprägt hast, geformt hast, wie in die wir hineingerufen sind. And thank you for my beautiful brothers and sisters here. Und ich danke dir für meine wunderbaren Brüder und Schwestern hier. And thank you for everybody who is here this morning, who is mourning or who is rejoicing. Und ich danke dir für jeden, der heute Morgen sich vielleicht freut oder auch der trauert. And for rest of us who are somewhere in the middle, give us wisdom how to cry more and speak less and how to rejoice honestly with those who are rejoicing. Und auch für die, die wir vielleicht in der Mitte sind, Herr, gib uns Weisheit, dass wir mit denen, die trauern, auch trauern können und mit denen, die sich freuen, auch wirklich fröhlich sein können. May be with the community of your presence in whatever happens in our lives. Mögen wir die Gemeinschaft deiner Gegenwart sein, egal was passiert. And as the first church persecuted, putting down, killed, we're waiting for you to come. We are waiting for you to come to renew this world. Und als in der ersten Gemeinde auch Todesfälle da waren und Leute umgebracht wurden, haben sie auf dich gewartet, dass du dich offenbarst. So we want to be open for what you do now and grateful for what you will do when you come. So möchten wir offen sein für das, was du tun wollst und dankbar willst und dankbar sein für das, was du tust. I speak the blessing and your presence among this church. Ich spreche Segen aus über diese Gemeinde und deine Gegenwart. Amen. Amen.